Und herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Wir haben jetzt keine Zeit. Was war das für ein Geräusch? Das war Urzael. Wer ist Urzael? Urzael ist der Engel, der Maltaels Streitkräfte in Westmark befehligt. Ich vermute, dass ihr ihn verärgert habt. Gut, gehen wir zur Enklave. Ich muss sehen, ob Tyrael schon erfolgreich war. Na dann, gehen wir rein. Meine Rüstung ist am Arsch, muss ich dazu sagen. Richtig dick am Arsch. Kehrt zurück zum Überlebenden. Violett, Monsterbosse, Violett. Irgendwas mit Violett steht da. Der Altar der Trauer? Hier wird bestimmt nichts Schlimmes passieren. Klar. Oh, was ist denn jetzt gerade los? Ich weiß nicht. Gefällt mir jedenfalls nicht, wenn du das sagst. Da ist ein Boss. Ich guck mal kurz weg, vielleicht liegt's daran. Was ist los? Alter, was geht denn da jetzt gerade mit der FPS-Zahl ab, ey? Ich gehe jetzt wieder zu dir hin, mach ein paar Skills. Ah, jetzt hat es sich wieder beruhigt. Jetzt hat das verkraftet. Alter. Wollte ich gerade sagen, ich stirb hier und du hast dann einen Fehler. Jetzt läuft, nimmt er wieder mit flüssig 30 FPS auf. Okay. Nur Geduld. Töte ihn. Der hat auch lange. Oh mein Gott! Ey, Alter, so viele Tränke habe ich noch nie gebraucht, wie jetzt. Ja, jetzt ist wenigstens auch mal ein, etwas stärker. Irgendwie mal eine Herausforderung, ne? Ja, aber gleich. So krass brauche ich es auch nicht sein. Ist ja nicht krass, weil wenn du es jetzt eine Stufe leichter machst, dann. Ja, dann ist es zu einfach. Dann sind wir viel zu EP ausgerüstet. Viel zu OP ausgerüstet. Da wir jetzt schon krasse Ausrüstung haben, weil wir auf diese Schwierigkeitsgrad spielen. Oha, geile Sachen bekommen. Nee, nur blau. Ich hab was krass Besseres bekommen, ey. Alter Falter. Hast du was Legendäres bekommen? Nee, nichts Legendäres, aber eine krasse Verbesserung. Okay. Ich muss kurz mal gucken, wie mein kritischer Schaden aussieht. Kritische Trefferchance. Oha. Kritischer Trefferchance liegt bei mir bei 29,5%. Okay. Boah, ich müsste jetzt 3,5% weggeben, damit ich die Verbesserung da machen könnte. 8% Blitzfähigkeiten. Leben pro Sekunde. Ja. Ja, doch. Groß und Ganzes ist besser. So, ich habe mir jetzt gerade ein bisschen mehr Rüstung gegönnt, also Leben gegönnt. Und wo müssen wir hin? Alter, noch bessere Schuhe bekommen. Angriffsgeschwindigkeit, Erhöhung. Ist das echt besser? Alter, es macht 700 Schaden mehr. Kreuzritter, ey, das ist sogar echt eine richtige Kreuz. Alter, ich hab voll die Finger zwischen der Welle. Bei dir ist heute ein bisschen der Wurm drin. Er will's. Ah, nee. Geht dir gar nicht. Ist ja gleich eh schon Zeit vorbei. Wir nehmen ja jetzt schon seit fast 2 Stunden auf, ne? Ja, ich weiß. Alter, wie geil geht der denn jetzt ab? Der macht ja übelst mehr Schaden. Ey, die neue Waffe ist übelst genial. Warum bekommst du immer so geilen Scheiß und ich nicht? Vielleicht guck dir mal die Sachen mal an, die du bekommst. Ja, ich guck sie schon mal an. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich bin hier. Was Waffe anbelangt, nehme ich eigentlich immer das Stärkste. Und tschüss.
Haut einfach wieder ab hier. Seit wie vielen Minuten begann die Folge hier? Ich sag ja mal, gesagt gefühlt 5 Minuten, das heißt, wir haben noch 10. Wahrscheinlich wird es wieder gnadenlos überzogen. Ja. Wir müssen Teleport einsetzen. Ich muss zurückkehren. Wir sind nämlich müssen zurück zur Stadt da. Hab ich vollkommen vergessen, dass es die war. Ja, yeah, geil, schon wieder etwas bekommen. Schild. Moment, ich habe hier gerade ein geiles Dingsbums bekommen. Mal gucken, ob das wirklich so geil ist, wie es geil heißt. Die absolute Geilheit. So, jetzt muss ich erst meine Rüstung reparieren. Sonst bin ich drum am Arsch. Dann zieht die Abklingzeiten der Fähigkeiten. Dann nehme ich meine Sachen auseinander. Nee, Ressourcenkosten ist mir egal. Und schon wieder 3,5 Crit-Schaden dazu. Bam. So, ich habe jetzt jeden Scheiß verkauft. So. Muss gerade gucken, irgendwie bin ich mit der Attacke vom Schildstoß noch nicht zufrieden. Also die paar Schaden jetzt echt so dermaßen wichtig. Leerer Sockel, Brustpanzer. Kritische Trefferschance. Kritische Trefferschance. Feuerfertigkeiten, Oh, das ist gut. Stand alles, kein Jetzt habe ich Eishammer genommen. 10 Schaden, wenn wir das machen. Und wieder einen feurigen Schwebel bekommen. Jawohl. So, jetzt gucke ich mir kurz mal nochmal die Werte an. Verliere ich nur 22 Schaden? Nee, dann behalte ich. Was? Dann behalte ich das mit. Hä? Nee, dann behalte ich lieber das hier mit Bestrafen, also Junge. Ja. Stell mal Smaragde her, während du da. Hier ist deutlich mehr Schaden, aber was hat das hier gehabt? Ah, kritische Trefferschance und Himmelfausterhöhung. Das hier hat. Aber auch. Ja, mehr Crit. Geilo. Ja, passt. Der hier mit Himmelsfaust ist jetzt nicht allzu wichtig. Dafür, ja, passt. Passt im Großen und Ganzen. Okay, ich habe keine Ahnung, von was du redest, aber es wird schon gut sein. Ja, du brauchst es nicht verstehen. Ich bin der Beste. Nee, bist du nicht. Dann halt nicht. Du bist mein kleines Schnuckelchen. Bin ich halt das halt. Ist mir eh egal. Bist mir voll egal, ne? Badum. Jetzt einfach mal alles her, dass ich möglichst alles hoch hab. So, jetzt bist du aber hier noch schnell. Was? Oh nein. Was machst du? Community Bonus, der ist ja voll geil, dass sie die Schatten, dass wir voll viel Gold bekommen. Aber ich rede jetzt mit der Tusti hier, mit Tyrael. Moment, schnell. Den Seelenstein splitten wollten wir eigentlich dann noch klicken. Noch die vier Diamanten will ich, da komme ich auch. Der Splitter wandelt sich. Eins. Maltael ändert irgendwie die Beschaffenheit des Seelensteins. Drei. In der Tat. Er hat die Kraft der Seelen Westmarks gesammelt, um den Seelenstein zu verändern. Ich komme. Er hat seine Absichten noch immer nicht. Er tötet alles und jeden. Viel mehr braucht ihr doch gar nicht zu wissen. Um ihn aufzuhalten, müssen wir wissen, was er als nächstes tut. Und dafür müssen wir seinen Plan verstehen.
Geil. Boah. Aber das war jetzt böse. Psst. Ich find's geil. Sei leise. Das hat Urzael getan. Der Tod wird alle holen. Warum unterbrichst du denn? Alles böse. Der Stein spricht. Wird vernichtet werden. Halt die Fresse, Stein. Was ist das denn hier? Da wollte ich dir auch. Er hat nur gesagt, ich kann ein paar Gegenstände verzaubern. Myrian. Dann bist du. Was kann das hier nun? Handwerk. Transformation. Verzaubern. Ey, wie geil ist das denn? Ich kann diese transformatieren, ey. Du kannst Zeit. Es ist da voll unnötig, aber. Haben die dann andere Werte oder sowas? Ich guck mal einfach. Glaub nicht. Transformation Monsterjäger. Ich baue es mal eben aus. Oh, jetzt habe ich gar. Boah, alter Falter. Ich hatte jetzt gerade mal nur 2 FPS. Ich hatte gerade mal jetzt gerade so 2 FPS nur so. Jetzt kommt die ganze Zeit Erfolge hier. Oh. Okay. Aber es ist ja nur für das Optische, was? Ja, anscheinend. Jetzt kannst du dich die Rüstung so zusammenbasteln, wie es dir gefällt, aus den Sachen, die du schon hattest. Schon getragen hast. Wahrscheinlich. Ah, hier kann ich würfelbare Werte wegmachen. Bewegungsgeschwindigkeit finde ich gut. Den Schwungangriffen, den möchte ich nicht. Kann ich mir jetzt einfach hier so. Ist es jetzt die. Es kann nur eine Eigenschaft defendet. Es kann nur eine Eigenschaft verändert werden. Wie, wenn ich jetzt da klicke, ist jetzt das. Erhöht den Schaden von Sprung. Oh, jetzt habe ich genau das Falsche genommen, Mann. Wow, hier hast du echt viele Möglichkeiten jetzt. Was habe ich denn jetzt gemacht? Egal, ich habe mir einen neuen Dingsbums dazu gemacht. Du musst sie hochleveln, dann kannst du viel mehr Sachen auswählen. Jetzt habe ich. Ach, hier kann ich die neuen Werte wählen. Sieht mal richtig geil aus, das ist ein geiler. Wenn ich jetzt hier nochmal mache, kann ich hier Schildstoß. Und jetzt mal die Handschuhe. Ich glaube, ich habe bald keine. Okay, hierfür braucht man echt. Nee. Hier. Jetzt mache ich das noch einmal. Oh, geil, er wird ja immer besser. So, jetzt mache ich das kurz noch hier bei der Waffe. Was machst du? Verbessern? 67. 67. Boah, das ist geiler. So, nochmal. Blitzschaden könnte ich machen. Ja, mache ich. Nehme ich das mal. Ich nehme einfach was hier. Normaler Schaden. Geilo. Deswegen wird der immer höher. Na, nee, dann nehme ich das lieber das hier. Wird der noch etwas höher? Nee, ich nehme den hier noch weiterhin. Noch einmal. Okay, noch einmal. Dann reicht's auch. Boah, geil, ey. Blitzschaden, normaler Schaden. Nee, der ist gut genug. So. Ich habe jetzt meine Waffe verbessert. Und jetzt noch einmal mein Dingsbums hier. Ja, jetzt, man kann hier voll einfach jetzt mal voll geil die Werte hier ändern. Ich habe keine Ahnung. Wie mir da voll meine Kriegerinnen zusammenbauen. So, na. Das ist das Geilste hier. Kälteschaden, nein, das ist nicht. Oh. Wie, man braucht feurigen Schwefel dafür? Oder ist ja doof? Ach, hat mir das doch immer noch vorher gesagt, dass man dafür feurigen Schwefel braucht. Hätte ich doch gar nicht gemacht. Habe ich fast kein Geld mehr, dafür sieht meine Tussi auch geil aus wie Sau.
Lebengeneration, ja. 450. Oh, der ist noch geil. Ist geiler. Der ist immer auch geil. Wow. Oh, der hat schon jetzt schon 4%. Geilo. Ne, nimm das hier. Der richtig geilen Scheiß hier. Ja, ich will jetzt noch ein bisschen höhere Crit-Chance haben. Okay, jetzt habe ich nicht genügend Gold, egal. Jetzt habe ich aber schon eine krasse Crit-Chance. Ich möchte kurz nochmal. Ich möchte jetzt einmal kurz nochmal gucken, wie es jetzt. Wie. Hier, man konnte auch noch irgendwie ranzoomen. Das sieht nice aus. Jo, jetzt sieht man hier. Jetzt sieht man hier bei meinem Charakter, dass ich dieses Schwert hab. Aber hier sieht man, dass ich noch diese Keule hab. Und wer heißt es? Ja, bei den Details, Crit-Chance, habe ich jetzt sogar 32%. Das ist so unheimlich geil. Okay, jetzt kannst du. Was kannst du jetzt damit machen? Einfach sieht es jetzt mal geiler aus. So. Jetzt bin ich hier weg. So. Jetzt gehe ich einfach mal hier nach oben. Ach. Hä? Wie kannst du da deine Waffe verbessern? Ich check's nicht. Bei der neuen Tussi da, die wir da gehabt haben. Ja. Bei der kannst du nun deine Werte neu rollen lassen. Okay. Zum Beispiel, du hast jetzt nur 200 Stärke, lässt es neu rollen, entweder rollst du dann auf 180 oder auf 250 oder sowas. Okay. Muss mal meinen Charakter angucken, wo bist du? Ich bin gerade am Kämpfen. Alter, der Part ist im Fall eigentlich schon wieder durch. Nee, okay, jetzt gerade ist die Minute vorbei. Warte jetzt, wo bist du? Hier, hinten. Komm, wir gehen nachher nochmal in die Stadt. Da muss ich mal gucken, was ich hier schon hingezaubert habe bei meiner. So, komm, stirb jetzt, die Sau. Komm jetzt. Geh nicht nach vorne, du Idiot. Komm jetzt, geh zurück. Hey, Mongo, komm jetzt. Eben noch die Schatzgoblins hier. Einen müssen wir garantiert ein paar kaputt machen. Das Schatzkoppeln, sorry, das habe ich nicht gesehen. Hier war doch noch einer. Na, nehmen wir halt den hier. Und da, komm, scheiß Schatzkoppeln. Ja, wir sollen vielleicht bei den gleichen jagen. Ja, der haut jetzt ab. Habe ich hier noch einen Boss hingekriegt. Lol, du hast einen Boss geholt. Ja, ich verreck. Nur Geduld. Halt mich. Halt dein. Ich habe ja neue Hämmer. Halt mich. Alter. Guck sie dir an, die Hämmer. Der Boss. Der ist voll eingefroren. Alter, ich verreck. Ich bin tot. So, weil du mir nicht geholfen Alter. Hast. Du kleine miese Drecksack. Ich freue mich. Alter, was ist denn hier los? Noch nicht. Ja, was rennst du? Alter, was rennst du einfach dahin? Ich bin schon wieder tot. Alter, wieso hilfst du denn nicht? Wieso bleibst du nicht einfach mal am Leben, ne? Ja, warum bleibst du nicht am Leben? Weil du stirbst, ne? Und du kannst mir nicht mehr helfen. Nicht bereit. Ja, immer bin ich wurde undankbar. Und bist voll mit einem neuen Wissen, Junge. Einfluss verdirbt sowohl Mensch als auch Tier. Selbst die Hunde von Vestmar, einst zahm und sanftmütig, haben sich zu wilden, gefährlichen Kreaturen gewandelt. In Rudeln streifen sie durch die Straßen, von stetem Hunger getrieben und zerfleischen ihre Opfer. Ich sah, wie sie einen Soldaten geradezu zerrissen. Als seine Schreie verstummten, wandten sie sich mir zu. Alter, ey. Ah, der Boss geht gleich noch down. Ja, ja, ich bin auch gleich down. Ja, wir waren schon ein paar Mal mehr down. Ah. Ich kann gerade nicht an meinem Punkt wiederbeleben werden. Warum? Meine Wunden heilen. Wollte gerade sagen, am besten haust du einfach auf den weg. Dann müssen wir zurück in die Stadt. Und benden.
Alter, jetzt ist... Set Riggs. Was? Wieso sind hier so viele von diesen Kackdingern? Alter, ich muss danach... Ach, die gehören zu einer Quest. Wir machen noch, wer heißt es, ein paar von denen und dann war's das. Ja. Alter, ey. Mühsam. Ne, es ist nicht mühsam. Der geht jetzt sogar recht schnell down. Ja, ich verreck wieder. Nur Geduld. Ah, jetzt sind da wieder neue. Scheiß viele Gegner. Den Kreuzzug hält nichts auf. Rudelführer. So. Neues Wissen. Neues Wissen. Viele der ältesten Adelshäuser in Westmark hielten sich gewaltige Jagdhunde. Mögen sie im Leben auch zahm und friedlich gewesen sein, so wurden sie in den Händen der Seelenernter zu furchtbaren Bestien. Jetzt führen sie Rudel kleinerer Hunde an. Und gemeinsam jagen sie die Bewohner Westmarks. Noch nicht. Ich will gar nicht daran denken, was sie mit den Leichen... Weil ich komme hier gar nicht raus. Ich sitze hier fest. So, jetzt bin ich rausgekommen. Hast du ein Netz gefunden oder noch nicht? Nee, ich habe ihn noch nicht gefunden. Hier sind gerade andere Monster. Ja, nicht gerade wenig. Ich sehe, ich bin gerade dabei hier. Alter Verwalter, ey. Komm, streck sie nieder. Stufe 49. Ich sehe es. Nein. Weil hier ist es gerade irgendwas Geiles getroppt. Ja, war ein. Was? War ein Heiltrank, der getroppt ist. Ja, der ist brauchbar. So. Ich hoffe, das Ding ist hier irgendwo. Oh ja. Niemand entkommt dem Tod. Doch ich. Nur Geduld. Halt, da ist das letzte Scheißding. Da oben. Erst mache ich die kleinen Mobs platt, damit bin ich hier gleich sofort bei dem Ding da oben. Noch nicht. Ach, ist das die letzte in der Höhle drin. Und ich bin wieder tot. Ich brauche Heilung. Diese Wunden so oft. Sind tot. Ich komme und rächt dich. So. Verwandle dich sofort in den Großen, wenn du kannst. Obwohl, jetzt rollen wir uns sich auf. Ist gut, ich habe alles. Noch nicht bereit. Hier ist ja der letzte hier echt hier drin. Usrael. Ja, wir machen den Boss Usrael erst im nächsten Part. Aber erst müssen wir noch diesen einen drin Boss da. Wie heißt es, diese Maiden da. Aber ich glaube, die ist nicht in der Dungeon drin, die ist glaube ich draußen. Ja, die ist hier draußen irgendwo. Ich glaube, wir müssen wieder zurück, die ist doch recht am Anfang, da haben wir nicht alle Wege genommen, da sind wir einfach einen Weg gelaufen und tschüss. Ja, gehen wir mal da zurück. Dann gibt es im nächsten. In der nächsten Folge an Usrael. Ja. Da könnt ihr euch auf was nächstes mega geiles freuen, da an richtig geilen Endboss. Muss da mal noch mal einen Charakter angucken, ey. Ich hab den gestylt jetzt. Hilfe! Helft mir! Neues Ereignis. Diese Monster haben mich hier drinnen eingeschlossen! Was sind das jetzt für eine? Na. No. Todesmaid. Flüchtet. Ich kümmere mich erstmal um die Kleinen hier. So.
Will die Kleine halt auch noch ein paar Eishämmer an den Kopf. Ich danke euch. Wäre ich dem Inferno auch nur einen Moment länger ausgesetzt gewesen, wäre ich mit Sicherheit gestorben. Jetzt kommt da noch so einer. Ja, aber ist doch witzig. Wie heißt es? Ist ja voll geil, dass hier so viele geile neue Bosse da sind. Hätte gar nicht gedacht, dass sie jetzt so mit den Bossen overpowern hier. Überall, nee, in jeder Ecke ist hier ein Boss, der so richtig was drauf hat. Ecke. Oh scheiße, ich bin später zwischen den Blitz drin. Ich finde so auch hier, hier haben diese Bosse auch irgendwie mal was drauf und die ist so, ja, ja, sofort wir down. Wir haben Diablo auch und so, in Diablo haben wir auch viel zu tief durchgespielt. Da haben wir am Anfang, was haben wir da, der leichteste Schwierigkeitsgrad zum Anfang genommen. Ja, und dann haben wir viel zu spät das gewechselt, hier hergestellt. Ja, wir waren erst bei Diablo am Markt gewechselt. Noch nicht bereit. Aber ja, da waren wir schon overpowered vom Schlimmsten. Vom Level, vom Items, von alles. Von allem, ja. Alles war hier overpowered. Overpowered. Kann gar nicht mehr richtig sprechen, ne. Komm, jetzt stirb mal. Oh, komm. Ich will Heier machen. Aber so, erst nach der flammenden Maid. Hier kann ich hier irgendwie jetzt den rein und den helfen? Nee. Nein. Das ist nicht. Lusche. Kack. Flammende Maid, ne? Ich geh mal hier hoch. Hier ist eine Truhe. Ja, ich komme dann noch, komm ich hier und hier sind noch viele, viele Gegner. Ganz viele, viele Gegner. Was ist da? Viele, viele mühsame Gegner. Oh, scheiße. Also mit den Gegnern sparen sie hier nicht. Ist ja auch gut so. Also das ist krass. Da waren die ersten paar, da waren die Auto wirklich harmlos dagegen. Martell ist der schlimmere Tod irgendwie. Wir haben einfach Diablo zu leicht gespielt, deswegen kann ja, er einfach absolut nichts mehr ausreichen. Auch schon von der Masse her war Diablo viel weniger, was Gegner anbelangt. Hier sind viele Gegner. Wo bist du jetzt? Ich bin hier in der Nähe von der Truhe hier. Okay, komm, sag zu mir. Ja, sobald ich hier die ein paar Monster kaputt gemacht habe. Ja, ich habe drum ja auch ein paar Monster und die machen drum ja fast mich kaputt. Geh sie kaputt? Ja, schon fast. Jetzt kommen da noch viele Hundchen. Noch nicht. Ich kann sie zwar einfrieren, aber nicht immer. Und ich nutze jetzt die Macht des Frostes. Ist hier jetzt irgendwo die flammende Maid? Da ist sie! Jawohl, da ist sie! Und das sind wieder Instanzen und alles, das ist ja. Das ist ja hammermäßig. Ach nee! Alter, wie OP ist die denn? Das ist ja das gleiche Gebiet wie vorher. Alter, die kann sich verdoppeln. Okay, ich sehe nur eine. Noch nicht bereit. Gerade eben waren hier drei Stück von denen. Die konnte sich nämlich kurzzeitig verdoppeln. Hier, guck, zack, verdoppelt. Verdreifacht. Ja, aber die sind nicht so stark. Ich bin verwundet. Warum will die immer mich töten? Weil du mehr Schaden machst. Und weil du viel süßer bist als ich. Nur Geduld. Ich bin so ein Schluckiputzi. Alter, schon wieder vier von denen. So, komm jetzt. Jetzt noch nicht. Töten wir sie. Ich fühle mich besser. Jawohl. So. Okay. Dann gehen wir zurück. In die. Finde den Turm von Kolarean. Ja, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ja. Machen wir erst nächstes. So, jetzt direkt in die Stadt zurück oder hier schon beenden? In die Stadt zurück.
Ich muss. Dann gehen wir jetzt noch einmal kurz in die Stadt zurück. Ich muss mal nachher mal meinen Charakter angucken. Und wir haben, wie heißt es, etwas überzogen, aber diese Quest musste jetzt noch erledigt werden. Das musste jetzt ganz einfach sein. So, muss man zu mir kommen. Und hinzu. Oha, die macht ja doppelt so viel Schaden als alles andere. Oh, Junge. Komm mal hierher. Sonst reiß ich dir die Arsch auseinander. Ah ne, der Schild ist gut genug. Ey, der Schild ist so Bombe. Ich weiß nicht. Ah, aber ich sollte mir vielleicht das doch aufheben, aber... Na, nee. Komm, lass es. So. Und nahe Ansicht zum Ende dieser Session. Guck mal, mein Schild. Ach, verkackt. Und meine Waffe. Schnieke, ne? Wie geil. Jetzt von vorne. Ich auch, von hinten. Meint, ich mach die noch schnell eleganter irgendwie. Die ist mir gerade ein bisschen zu klotzig. Die Zeit nehme ich mir jetzt noch. Ich habe hier so ein richtig geiles Bluterschwert. Das ist die ganze Zeit nur am Bluten. Und Banner. Unter dem Banner. Ich glaube, ich design mir demnächst das Banner aus Attack on Titan. Hast du den Anime gesehen? Nee. Muss ich dir unbedingt geben, es ist eine der besten Animes und eine der besten Serien, die ich jemals gesehen habe. Also ich kenn's, aber ich bin nicht so Fan von. Hast du es überhaupt komplett durchgesehen? Nee, ich habe nur einen Teil gesehen und das hat mich nicht so überzeugt. Die ersten 3 Folgen oder wie? Ja, ungefähr so. So, jetzt ist sie ein bisschen elegant. Nach den ersten 5 Folgen wird's erst so richtig geil, oder 7. So. Oh, wie geil. Schon besser, ne? Ich guck mir jetzt auch mal an, was für Verbesserungen ich für den Ja, Helm komm, das können wir nachher gucken. Das beim nächsten Folge. Komm, wir beenden jetzt. Kleiner. Ja, Moment. Ich guck mal kurz noch mal. Ja, dann kurz gucken kenn ich. Ja, okay. Dein kurz gucken geht lange. Ging das jetzt echt so lange, Junge? Ja. So. Und damit unter diesem Banner verabschieden wir uns von dieser Folge und tschüss und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.